Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. YouTube News mit Mr. Trashpack. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt WhatsApp. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu WhatsApp. Der gute Floyd ist für den Grimme Online Award nominiert. Und ihr könnt mithelfen und dafür sorgen, dass er gewinnt. Sollte Floyd gewinnen, ist das einfach wieder ein Zeichen, wie relevant die deutsche Community wirklich ist. Deswegen voten, voten, voten. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Der grandiose YouTuber und Musiker Vincent Lee ist Vater geworden. Und das Lustige, genau am Vatertag. Vince, herzlichen Glückwunsch von mir. Ich wünsche dir und deiner neuen kleinen Familie alles Gute. Und dafür gibt es natürlich den Win der Woche. Und noch ein weiterer YouTuber hat etwas unglaublich Privates verkündet. Und zwar der gute OG von White Titty. Dieser hat nämlich die Hand seiner Freundin angehalten. Öffentlich hat er gepostet, dass er nun mit ihr verlobt ist. Ich finde das mega krass, dass du es öffentlich machst. Und ich wünsche euch beiden natürlich ganz viel Glück und Liebe und sowas für die Zukunft. Die YouTuber schauen ja kaum noch Fernsehen. Aber eine Sendung, die man sich ja noch immer geben kann, ist Zirkus Halligalli. Und die Jungs von Twin TV haben letztens ein Video mit Joko und Klaas gemacht. Das Krasse dabei ist, im Video wurde den beiden versprochen, dass sie aus dem Schrank kommen dürfen bei Zirkus Halligalli. Ein goldenes Ticket. Benni. Nee. Ja, für einen neckischen Auftritt in der Telefonzelle bei Zirkus Halligalli. Promotechnisch ist das einfach unglaublich genial für die Jungs. Wer sich den Clip ansehen möchte, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Psy hat mit Gangnam Style einfach den größten YouTube-Erfolg aller Zeiten aufgestellt. Opern Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Opern Gangnam Style. Und der Erfolg bricht einfach nicht ab. Nun hat das Video nämlich die 2 Milliarden Views erreicht. Und noch immer wird Gangnam Style jeden Monat millionenfach auf YouTube gesucht. Wie sieht's mit euch eigentlich aus? Könnt ihr euch den Song noch reinziehen oder geht er euch voll auf die Nerven? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Die 0,5er machen ja ziemlich gefährliche Sachen. Und auch im neuesten Video sind sie wieder richtig abgegangen. Denn dort haben sie einem Polizisten die Käppi geklaut und der fand das gar nicht so witzig. Wissen Sie, wo... Hat aber unglaublich genial reagiert. Du hast eine versteckte Kamera, wirklich, ja? Ich zeig dir gleich mal eine versteckte Kamera. Da hinten ist eine versteckte Kamera. Peng, peng. Oh. Deswegen ist es auch mein Videotipp der Woche. Zieht's euch rein, saugeil. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Die Türkei kann endlich wieder aufatmen, denn deren YouTube-Sperre wurde aufgehoben. Yeah. Ein Gericht meinte nämlich, dass mit der Sperre die Menschenrechte angegriffen werden. Und das stimmt natürlich. Und ein weiterer Punkt ist einfach, dass YouTube auch in der Türkei ein super relevantes Medium ist. Und es gibt einfach YouTuber in der Türkei, die auch davon leben. Und mit der Sperre von YouTube wird denen einfach mal alles kaputt gemacht. Und deswegen freue ich mich auch so, dass dieses Problem zumindest vorerst und hoffentlich für alle Zeiten beseitigt ist. Wie seht ihr die Sache? Vor einigen Monaten habe ich ja darüber berichtet, dass es Nintendo nicht so cool findet, wenn Let's Player ihre Videos monetarisieren. Und deswegen haben sie die Sache selbst monetarisiert und sich die Kohle eingesteckt. Und das findet die Let's Play Community vollkommen verständlich total scheiße. Nun allerdings will Nintendo ein kleines bisschen zurückrudern. Und zwar plant Nintendo derzeit ein Affiliate-Programm. Das bedeutet, dass ihr anteilig bezahlt werdet an Nintendo-Inhalten, wenn ihr denn in diesem Programm drin seid. Und da liegt für viele das tatsächliche Problem dieser Idee. Viele Nutzer haben nämlich Angst, dass ihre Meinung zu krass beeinflusst wird von Nintendo. Es könnte nämlich sein, dass wenn sie negativ über ein Nintendo-Spiel reden, Nintendo sagt, vorbei, ihr dürft hier nicht mehr rein. Und dann haben sie wieder Scheiße am Hacken. Wie denkt ihr darüber? Findet ihr so eine Lösung gut oder eher nicht? Schreibt es mir in die Kommentare und weitere Infos dazu habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Jetzt doch mal ein Danke in eigener Sache, denn ich habe die 300.000 Abonnenten erreicht und dafür gibt es ein Herzchen für euch alle. Ich bin unglaublich glücklich dafür und ich habe keinen Plan, ob ich ein Special machen soll und was ich für ein Special machen soll. Vielleicht mal gucken, ich weiß es nicht, aber erstmal wollte ich vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle sagen. Ihr seid awesome! Und jetzt kommt der Kanal der Woche. Hallo Leute, was geht ab? Mein Name ist Thomas, der Steve für die Gaming News und heute gibt's wieder viele coole Themen und unter anderem Gründe, warum man jetzt nicht völlig durchdrehen muss, weil noch ist Twitch eben nicht von YouTube gekauft. Okay, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Däumelein nach hoch, abonniert den Kanal und schreibt mir fleißig Kommentare, denn damit helft ihr mir, dieses Video zu verbreiten und das ist awesome. Weiter geht's jetzt mit meinem Vlog-Kanal Einfach Phil, da kommen jetzt auch regelmäßig Vlogs raus, also zieht's euch rein. Oder ihr fahrt weiter mit dem Video hier vorne, das ist nämlich die letzte WhatsApp-Ausgabe. Ich freue mich drauf, ich wünsche euch eine grandiose Woche auf YouTube, habt ganz viel Spaß, ich liebe euch, vielen, vielen lieben Dank. Und dann sage ich noch, peace and out.